herzlich willkommen zu einer epischen, kameradischen und weihnachtlichen Folge Minecraft Village 2. Ja, und mal wieder mit dem Otznorf LP. Moin Moin. Ja Leute, wie ihr seht, es ist gerade Weihnachtszeit, deswegen das ist nicht, weil ich das so gemacht habe mit den Kisten hier, das ist von Specs aus so. Finde ich ein nices Feature auf jeden Fall. Naja, das nur mal nebenbei. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Kisten alle leer gemacht. Ja, also, und dann die hier aufgefüllt. Ja, ich sehe gerade, dass ich eine Kiste doppelt habe. Ich bin ein richtiger Profi. Ah, scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe hier erstmal alles mit den Bögen hier weggewreckt an den Kartieren hier. Einfach weil ich auch Level brauche, aber die Kühe geben ja gar keine Level, wenn man die killt, kann das sein? Keine Ahnung, also ich... Ach, du hast ja noch mal Schwert, das hole ich mir mal eben ab. Ich habe die sowieso nicht mit deinem Schwert gekillt. Ja, aber das fällt mir gerade ein, weil das hast du schon so richtig lange. Ja, weil du dir das nicht abholst, ich ja, sag immer, denk dran, hol dir das mal ab, aber du, nö, ich hol mir das mal was anders ab. Ja, nichts für, wenn du das immer vergisst. Ich komme jetzt auch und dann ist eh Feierabend. Bei mir liegt sie gesund und munter. Ne, bei mir wird's bald verwendet. Ich werde alle Kühe bis auf 4 töten. Ich brauche hier nochmal Weizen hier. Wenn du Weizen ey, da war noch. Ich habe noch 1,5 Stacks. Übrigens, Leute, ich habe geplant. Ich habe wahrscheinlich noch mehr Weizen als du. Ich habe geplant, ne. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich da noch einen Stack drin oder habe ich den schon alles ausgegeben? Oh, ich habe hier noch einen Stack drin und hier noch nicht, aber mein Weizenfeld dürfte eh bald wieder nach. Dann zeig mal deine Weizenfälle hier. Ja, Alter, ich habe gerade wieder so starke FPS-Einbrüche. Ah. Ich weiß wieder nicht, was kommt. Ohne Witz, ne, wenn ich nicht aufnehme, habe ich immer, auch wenn ich Fraps offen habe, so richtig viele FPS. Aber sobald ich auf die Aufnahmetaste Zahl rot gedeckt. Nee, scheiße. Datenträger. Ja, kann nicht. Na klar kann das so. Mann, ich hab fast 100 GB frei. Timo, hast du... Junge, bei mir funktioniert gar nichts mehr. Toll, jetzt hast du mich auch noch geschlagen, du Spast. Jetzt ist alles abgestürzt. Hast du Anti-Knockback? Jetzt geh ich verpissen, wie gesagt, bei mir funktioniert grad gar nichts. Hast du Anti-Knockback? Nein, ich hab deine Mutter. Timo ist gerade nicht so lustig gelaunt. So, wo ist denn hier? Wo hast du mein Schwert? So, ich hab die Aufnahme jetzt neu gestartet. So, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Das Haltbarkeit 3, Band 4, Rückstoß für Plünderung. Ist das meins? Ach, das ist meins. Wo ist denn meins? Habe ich schon verbrannt. Ja, okay. Natürlich ist das deins. Ich habe noch kein Dia-Schwert, Spack. Ja, ich dachte, da war Schärfe drauf, aber okay, ich glaube. Ach, was? Da war keine Schärfe drauf. Naja, /home. Ich habe keinen Bock, jetzt zurückzulaufen. Das zeigt auf jeden Fall wieder meine große Lust. Nein, ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Timo, jetzt glaube ich nicht mehr so. Nee. So, jetzt läuft's wieder. Aber man sollte den Tag ja nicht vom Abend loben, bekanntermaßen. Also, Timo ist ich war übrigens Level Farm und da war eine Hexe. Deswegen da habe ich den Trank der Heilung her an, die sie sich jetzt wundern. Ja, die sich wundern. Hä? Timo? Tränke brauchen? Der kann das. Digga. Ja. Kann ich auf jeden Fall besser als du, das wissen wir ja alle. Ich glaube im Craft und so allgemein bin ich besser als du. Ja, du bist ja im Allgemeinen besser in Minecraft als ich, weil ich nicht so viel Minecraft spiele. Ja, aber dafür bist du besser in FIFA. Ne? Da hat ja jeder seine eigenen Stärken, ne Hermann? So ist das. So, ich sehe dich das nämlich auch. Ich meine, man merkt ja auch, dass ich in Minecraft einfach absolut keinen Skill habe, aber ich mach's just for fun. Und das macht mir Spaß. Und es macht bestimmt auch deinen Zuschauern Spaß, dir beim Ausrasten zuzugucken. Das macht ja sowieso jeden Spaß, ne? Ja, mir macht's. Also ich amüsiere mich hier auch. Immer königlich, ne? Also es macht nicht nur den Zuschauern Spaß, es macht auch mir Spaß. Also ich hab da auch. Hä? Ach, da. Ein paar scheiß Level hier zu Level 30 entscharten. Ach, hier war wieder der typische 1-10-Bug, dass man mit der zweiten Hand keine Fackeln setzen kann und so typisch.
So, wo ist meine scheiß Kohle? Hier. Ich muss hier teilweise einfach nur dumm rumstehen bleiben, weil die FPS einfach laggen. Und ich weiß wieder absolut nicht, was ich heute tun soll. Das ist immer so die Frage, was könnte ich verbessern? Also ich habe einen klaren Plan. Meine Base sieht sehr kahl aus, weil hier ist kaum was drin und da das will ich heute ändern. Ich wollte mir einen Schlafraum mal bauen, genau, da könnt ihr mich vielleicht mal dran setzen. Wo würde das denn hinpassen? Eigentlich würde ich es tatsächlich sogar gerne hier so mit dran machen, aber hinterm Zaubertisch, nee, nee. Nee, Warum das ist. fangen die FPS denn jetzt schon wieder an zu hängen? Es ist unglaublich. Es ist. Alter. Ich starte nochmal die Aufnahme neu. Naja, Ich also. guck, kaum habe ich jetzt die Aufnahme beendet, komme ich hier locker wieder über 60 FPS und wenn ich die Aufnahme gleich starte, hänge ich so zwischen 20 und 10. Was soll die Scheiße? Also Leute, ihr seht gerade, ja. Beziehungsweise bei 3 oder 4 FPS. Also Leute, tut mir leid, aber okay, dann muss ich meine Aufnahme jetzt hier wieder zwangsabbrechen oder was? Was soll denn die Scheiße? Fred, hallo. Also Leute, Hallo. ihr seht jetzt, also bei Timo läuft es leider nicht so glänzend, bei mir läuft es dafür glänzend. Also es ist einfach scheiße gerade, aber So, ich bin jetzt geraged quittet, ne? Ciao. wie? Ja, ich hab jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Okay. Ja, dann nehme ich den Rest noch alleine auf. Nö, ich bleib im Skype, aber So. das ist ja unnormal. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Was soll das denn? Jetzt so kann ich nicht aufnehmen, ganz ehrlich. Dann nehme ich den anderen Teil dann nochmal irgendwann noch nach alleine auf. Keine Ahnung, Ja, ich hab. Timo, Ich Scheiße. ich bin Ich dir könnte eh. brechen. Ich könnte brechen bei sowas. Ich bin dir eh im Vorvorsprung, deswegen ist es eh egal. Du bist mir im Vorsprung, alles klar. Ja, du bist mir im Vorsprung. Hast du gerade genau andersrum gesagt. Ja, sorry, Timo, ich bin nicht so ein Deutsch-Türke. Du bist der Kacknub, so sehe ich das ja nicht auch. Danke für das Kompliment. Ja, also ich bin ja sowieso sehr gut um Komplimente verteilen. Wenn ich sowieso schon wieder richtig schlechte Laune habe, weil ich hier schon wieder ausrasten könnte bei der Scheiße. Och toll, Leute, jetzt können wir wieder hier rumlaufen, nur weil ich zu dumm bin, um mal was vorzubereiten, weil ich brauche. Ja, allerdings. Na, Timo ist gerade nicht so. Nee. Timo ist heute kein Hockerschlecken. Nee, absolut nicht. Also Hier gibt's so. eher was anderes zu lecken. Ich. Schlecken. Nein, Timo, nein. Doch. Du bist hier jetzt mal ganz ruhig, den Spruch wollen wir nicht hören. Doch, doch. Also ich habe jetzt sowieso die Schnauze voll von der Scheiße. Ja, endlich mal wieder aufnehmen mit der Fraps. Ah, zart, 2 FPS, du und so. Na, ganz ehrlich, da könnte ich doch bei sowas schon wieder kotzen auf jeden Fall. Hast du schon gekotzt, oder? Ja, natürlich, auch hier voll ins Glas. Ich schicke dir gleich ein Bild bei WhatsApp. Gerne. Also, ich könnte brechen mal so eine Scheiße So, hier. Leute, und das Bild blende ich euch dann noch hier ein. Das vergisst du sowieso. Ich weiß. Und du weißt es nicht mal wieder, sowas funktioniert. Ich Hohoho. weiß, ich weiß. Lol. Kacknoob, Kacknoob. Was ist das für eine fette Spuk am Spawn? Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann ja nicht auf dem Server, weil es das so extrem laggt. Lol, hier ist ja voll die fette Burg am Start. Digga, was geht Ist ab? wahrscheinlich, ist wahrscheinlich. Kann ich das Rathaus? Das Rathaus steht ja da. Ich kann es dir nicht beantworten. Ach du Scheiße, Ich bin Mister. nur selten am Spawn, weil wir hier halt da alle hinterm Spawn sind, so hinterm Mülleimer so. Da ist ja Killer drohnes Haus, Mister dein Haus ist da ja rechts. Mümmelmann, was ist mit dir passiert, Mister Mümmelmann? Mister Mümmelmann baut eine Kirche. Lass ihn doch. Wenn er zu Gott beten will, soll er es machen. So, wo Da ist können gerade. wir auch mal drüber reden. Bist du so richtig so strenggläubig oder Ja. eher nicht so? Ja, also ich bin jeden Tag am Beten, das geht auf jeden Fall ab. Ja, auch so richtig so mit, keine Ahnung, wie machst du das so? Also nur Hände falten und dann ist gut, Nein, oder nein, was? nein, nein, nein. Okay, Leute, ich gebe zu. Ich bin nicht streng gläubig. Ich auch nicht, absolut eher nicht. Ich gehöre dem. Nein, den Spruch bringe ich jetzt nicht. Ich gehe nie zur Kirche, weil
wieso auch, ganz ehrlich, ich verpasse da nichts. Bis auf eine Stunde lang rumsitzen. Nee, da noch nicht mal das. Ah, toll, freut mich. Also wie ihr seht, ich bin nicht gerade begeistert von der Kirche. Und auch also ich habe nichts gegen die Kirche und nee, sowas, ne, aber also bin da jetzt auch nicht so von, dass ich mir jetzt hier so ein Plakat mit umhängen. Es ist jetzt auch nicht so bei mir, dass ich mir ein Plakat umhänge, wo drauf steht I love Jesus, ne, also so ist es nicht. Also Weihnachten feiere ich, aber ja, sonst. Also, aber auch nur, weil es da Geschenke gibt. Also wir nutzen nur die Vorteile aus. So ist das. Timo, der Rage-Quitter hier. Ja, pass auf, dass ich nicht hier bei Skype gleich Rage-Kit, weil es klingt so schön, wie du da sitzt zu Minecraft spielen und da sowas erzählst und ein Let's Play aufnimmst und ich das nicht machen kann, weil mein Kack-PC im wahrsten Sinne des Wortes einfach scheiße ist. Die Folge deshalb bei mir total im Arsch ist, weshalb ich hier schon wieder brechen könnte und mich am liebsten einfach hier auf den Schreibtisch scheißen würde, aber ist ja egal. Oder ich springe auf meinen PC oder so, keine Ahnung. Das erinnert mich an eine gewisse Person. Wie er abregt. Nein, ja, also, keine Ahnung. Also Timo ist gerade auf jeden Fall nicht. Timo ist gerade auf Krawall gebürstet. Nicht nur auf Krawall gebürstet, auf Krawall geschrubbt. So langsam geht das hier ja mal richtig ab mit Timo. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch gerade richtig die Schnauze voll. Man merkt. Und der Scheiße hier, ich leg mich gleich ins Bett und dann ist hier sowieso Feierabend. Das kann ja was werden, Leute. Also darauf, ja. Also dafür lasst ihr auf jeden Fall einen Daumen da. Also lasst dafür auf jeden Fall mal einen Daumen da. Positiv oder negativ, scheißegal, Hauptsache einen Daumen da. Mann, ich bin zu dumm für solche Redstone-Dinger hier. Ja, ich auch immer. Sollen deine Zuschauer mal einen Daumen da lassen, also einen Daumen hoch oder so brauchst du nicht. Du brauchst einfach nur einen Daumen, ne? So ist das. Vorsichtig, ich muss niesen und ich rotze volle Kanne ins Mikro. Dann war's das mit dem Profi-Mikro, wa? Hab's mir verkniffen. Wie in einer Folge von mir schon gesagt wurde, ich hab ja hier mein neues Mikrofon, vielleicht hört man es vielleicht auch nicht, haha. Macht mir auf jeden Fall jetzt Spaß, vor so einem Membranmikrofon zu sitzen. Ja. Da freu ich mich auf jeden Fall einen Ast ab. Aber dafür macht sein PC eben umso weniger Spaß. Also der ist gleich sowieso im Mülleimer, da kann die Müllabfuhr sich doch. Da hat die Müllabfuhr dann noch was von. Also das geht mir ja hier tierisch auf den Sack. Muss ich ja sagen. Ich teste gerade hier meine Funktion. Ja, es geht. Mann, toll, freut mich. Super, Wahnsinn, krass. Ja, Leute, ich weiß, es geht bestimmt noch 18.000 Mal effizienter, aber ich bin halt dumm. Ja, da hast du allerdings recht. Ein Weg ist der erste Weg zur Besserung. Da müsste ich, wenn ich jetzt nicht ganz frontal bin. Doch. Timo dreht hier wieder so am Schnitzel. Hab mein Auto nicht gleich am Dönerspieß dreh. Ich höre schon, wie Timo innerlich kocht. Ich kollabier gleich. Das kann ja noch was werden hier. Auf jeden Fall Titel. Habe ich schon mal, das ist schon mal gut. Ja, da habe ich dir ja wieder was geholfen, ne? Die 5 Euro kriege ich später. Jo. Ja, geil, freue ich mich. Da kann ich mir morgen eine Tüte Bonbons verkaufen. Ich meine, über Weihnachten nimmt man ja nicht genug zu, ne? Ja. Allein heute wieder eine Tonne zugenommen, jetzt wegen statt 5 Tonnen jetzt. Scheiße. Ich glaube, Timo, das schlimmste Problem ist, dass am ersten Weihnachtstag niemand auf hat.
Ja, das auch noch. Es kommt auch noch schwerwiegend dazu. Das ist auf jeden Fall Profi hier. Ach, weißt du, wenn die nicht aufhaben, dann frage ich die halt, ob die eben für mich aufmachen. Die 5 Minuten haben sie wohl. Jo. Auf jeden Fall, Timo. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich teste mal was. Ich könnte mich hier schon wieder am Arsch drehen. Ich furze gleich auf mein Mikrofon. Dann. Ey, auf meinen PC. Das Mikrofon funktioniert ja. Wahrscheinlich hat das Mikrofon mehr Leistung als dieser scheiß PC hier. Mich Das wundert's ja, dass man damit skypen kann. und das Timo damit auf Nicker mit 120 FPS. Ja, so viel muss ich auch nicht übertreiben. Machen wir mal 2 FPS draus. Und Spaß an sich läuft das ja teilweise eigentlich, aber Ja, heute das ist da ist ja. irgendwie, heute ist da der Wurm drin. Keine Ahnung, hat einer auf Leitung geschissen oder was weiß ich. Es funktioniert auf jeden Fall nicht. Es ist zum Reiern. Genauso wie du. Ja, ich muss auch gleich reiern, aber da wollen wir jetzt nicht näher zu eingehen. Dann würde ich sagen, jetzt nimmt Maya nämlich schon eine halbe Stunde auf. Er hat nämlich Laber wieder nicht, nicht. laber nicht. Leute, Doch, doch, ich habe auf die Uhr geguckt. Um 13 Uhr haben wir, um 3 Uhr haben wir circa angefangen, jetzt ist es 3:26 Uhr. meine Maschine funktioniert nicht. Oh. Schlecht. Naja, ich würde sagen, haut rein, meine Freunde, und tschüss.